Die Dinge sehen düster aus, aber wir werden es durchstehen. Drängen Sie sie weiterhin zurück und sie werden einknicken. In wenigen Stunden beginnt der geplante Angriff auf das Lager des Syndikats. Seien Sie bereit, einen Beitrag zu leisten. Dies wird sehr dazu beitragen, die grassierende Kriminalitätswelle einzudämmen. Was für ein Schlag! Damit sind wir den anderen ein gutes Stück voraus. Diesen Vorteil müssen wir jetzt ausnutzen. Trotz unserer Bemühungen hat das Vertrauen der Bürger in die Fähigkeit der Regierung, mit dieser Situation umzugehen, stark nachgelassen. Wenn dies so weitergeht, ist in der folgenden Woche mit Massenprotesten und allgemeiner Gesetzlosigkeit, Selbstjustiz und so weiter zu rechnen.